Hallo, willkommen bei Gorwerk Swiss. Mein Nachbar hat mich um Hilfe gebeten, weil es gibt da so einen Pizzalieferant, der hat seinen Steinofenpizza draußen. Und der hat jetzt so ein provisorisches Lager für sein Holz. Und da machen wir jetzt dann ein anständiges Holz, Häuschen, Lager, wie auch immer. Schau zu, Gorwerk. Da die Holzpreise momentan wirklich absolut im goldigen Bereich sind, werde ich mir sogenannte Balken selbst herstellen. Ich habe hier einfach so Dachlatten. Ich werde die einfach zusammen leimen und schrauben und dann so als Balken verwenden. Schau zu. So, nachdem dass ich jetzt hier mal diese provisorischen Doppeldachlatten gemacht habe, werden wir dann die hier auf Länge bringen und dann die Seitenteile anbringen. Hallo! Alles ist leider nicht so detailgetreu aufgenommen worden, weil Problem an der ganzen Sache, es hat geregnet, zwischendurch muss ich so hi, ha, oh, eben. Jetzt habe ich hier oben noch die Plane angebracht auf das Dach als Schutz. Kommt dann später noch ein Wellblech drauf, aber das habe ich momentan noch nicht und morgen wird es dann verarbeitet. Im Abspann zeige ich dann euch noch ein paar Bilder, wo es dann schlussendlich steht, weil ich immer noch nicht weiß, ob ich da oben filmen darf. Das ist dann das ganze Lager. Ich habe das alles mit diesen Dachlatten gebaut, alles komplett verleimt, verschraubt. Also für 3 Stunden Arbeit
Nicht schlecht. Was denkt ihr? Als Holzlager würde ich es auch nehmen. Und wie gesagt, so perfekt muss es eigentlich nicht sein. Kommt ja nur Holz rein. Aber schön ist trotzdem geworden. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo da und gefällt mir. Würde mich freuen. Euer Schweizer. Go work. Und jetzt die Bilder.